Hallo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Wir greifen uns selber an. Cecil greift sich selber an. Ein wahrer Paladin kennt keinen Argwohn. Okay. Lege dein Schwert nieder und überwinde den Hass. Wir sollen uns wahrscheinlich gar nicht bekämpfen. Wir sollen jetzt quasi, nehme ich mal, mit Licht arbeiten. Könnte ich mir gut vorstellen. Also schützen wir uns oder Weißmagie, Vita? Okay, wir können uns heilen, wenn wir wollen. Ich verteidige mal. Vielleicht müssen wir einfach nur wieder durchhalten. Und die Runden überstehen, überleben. Oder? Ein wahrer Paladin kennt keinen Argwohn. Dann kommt nämlich das nochmal. Lege dein Schwert nieder und überwinde den Hass. Ja? Wir sollen nämlich nicht angreifen. Bestimmt nicht. Komisch, dass wir aber nicht schützen können. Items. Okay, das geht auch. Dann verteidige dich mal. Wir überleben einfach nur die Runden, würde ich sagen. Nee, bleib mal dabei. Ja. Gerechtigkeit und Vergeltung sind Lug und Trug. Es gibt Siege von weit größerer Bedeutung zu erringen. Eines Tages wirst du sie erfahren. Geh jetzt, Cecil. Tja. Your virtue is proven. I will instill you now with hallowed light, formed of my very soul. May it be your strength, though it be the last of mine. My son, you must stop Goldberg. Wait! Cecil wurde zum Paladin. Yeah! Aber Cecil sieht jetzt so ein bisschen aus wie eine Frau als Paladin, muss ich sagen. Also, das ist ein bisschen komisch. Ja? Cecil wurde zum Paladin? Cecil wurde zum Paladin? Ja? Ja? Porum, geht es dir gut? Er hat es tatsächlich geschafft. Psst! Was ist das für ein Gefühl, diese vertraute Wärme? Oh, Teller? Meine Zauber, ich erinnere mich wieder an alle. Teller hat sich an alle vergessenen Sprüche erinnert, weil er sich irgendwie immer erinnern musste. Das ist cool. Was ist das? Meteor? Dieses Licht muss ihn freigesetzt haben, den stärksten schwarzmagischen Spruch von allen. Teller beherrscht jetzt den Zauberspruch Meteo. Geil. Meteor ist ja einer echt der stärksten Angriffe. Unglaublich, ihr werdet eurem Ruf wirklich gerecht, Meister Teller. Du, Porum, sollten wir es ihm sagen? Weißt du, Cecil, es ist eigentlich so, wir... Wunderbar, jetzt sind wir bereit. Geben wir Golbes, was er verdient. Ich glaube, Golbes wurde Golbe einfach nur genannt. Und das Z ist so ein stummes Z, aber ich bin mir nicht sicher. Dann würde er Golbe einfach nur ausgesprochen werden. Was zögerst du noch, Cecil? Wir müssen uns beeilen. Ja, natürlich. Dieses Licht, es nannte mich Sohn. Hey, wartet auf mich. Wir gehen besser auch, Cecil. Ja, gehen wir. Oh, Cecil ist jetzt voll der weibliche Lichtkrieger. Und es geht allen wieder gut, Gott sei Dank. Komm mal, hier speichern zufällig, das wäre total schön. Okay, dann nicht. Ist ja auch nicht nötig.
hätte ich auch locker so nochmal geschafft. Okay, wird man hier bei diesem komischen Grabstein nochmal angegriffen? Ist okay. So, er kann sich ja jetzt erinnern. Was kann er denn? Oh, geil, der kann jetzt Feuer. Cool. Der kann jetzt voll die starken Zauber und so. Ja, Cecil ist gleich wieder tot. Ganz ehrlich, wenn es hier so weitergeht. Ey, die stecken gar nichts weg. Mach mal fertig. 8. Ja, geil. Und vergiftet ist er auch. Toll. Na, also. Cecils Stufe ist angestiegen. Wie, der fängt jetzt wieder bei 1 an? Das ist ja lustig, weil er jetzt ein Lichtpaladin-Typ ist. Okay. Sicht. Was, der kann jetzt auch? Du kannst jetzt auch? Erstmal müssen wir dich heilen. Das geht ja gar nicht hier. Gegengift. So. Portionen wäre auch vielleicht nicht schlecht. So. Was wollte ich jetzt gucken genau? Ob du zaubern kannst. Fessel, Messel. Vita und Sicht. Mhm. Konnte der vorher auch irgendwie nicht, ne? Konnte der gar nicht zaubern. Ja, dann müssen wir ja schnell wieder weg hier, würde ich sagen. Ich weiß bis jetzt nicht, ob wir da einen Speicherpunkt eventuell übersehen hatten. Ja! Natürlich! Rechts von der Brücke. Hätte ich mich ja nur 1000 Mal heilen können. Und vielleicht etwas bessere Angriffe geschafft. Aber okay. Ist okay. Als Lichtkämpfer ist er irgendwie aber gerade nicht so stark wie als schwarzer Ritter und das, also als Dunkelritter, und das finde ich irgendwie gerade schade. Also es fehlt mir gerade ein bisschen, dass Cecil einfach viel, viel stärker war vorher, aber gut. Aber gut. Kannst du dich selber mal vielleicht schützen eher? Mach dich mal... Nee, du wirst ja schon geheilt. Das kannst du denn mal machen? Dann verteidige dich mal, weil irgendwie kann er gar nicht so viel gerade. Du haust einfach so drauf, so. Alle hauen gerade drauf, so mit ihren Stöckern und Stäben. Macht immer nur so Klonk. Das bringt gar nichts. Cool wäre natürlich auch, wenn wir mal außer Magie noch mal ein paar Items bekommen würden. Aber na gut. Wie ihr meint. Ja. Ich benutze jetzt mal einfach aus Frust, weil ich die ganze Zeit diesen tollen Dings nicht gefunden habe, benutze ich jetzt mal ein Zelt. Wir gönnen es uns mal, obwohl wir das jetzt gar nicht lange her hatten. Gönnt euch mal eine Nacht. Ruht euch aus. Nach den anstrengenden Kämpfen, wo am Ende Purum es geschafft hat. Es geht allen wieder gut. Diese Stimme, sie sagte mein Sohn. Genau. Wir speichern mal. Sehr, sehr wichtig. Und natürlich wäre das mit den Kämpfen vielleicht etwas besser gelaufen, wenn ich das hätte machen können mit dem Speichern und ja... Vor allem Zelt benutzen, MP einmal auffrischen. Das macht schon viel aus. Allerdings war das schon echt nicht so einfach. So, Cecil. Dann benutzt mal bitte Gegengift. Du kannst irgendwie gerade nicht so viel ausrichten, der Cecil. Soll er so helfen? Wieso sieht er aus wie eine Frau? Keine Ahnung.
Jo. Läuft. Wenn die das geschafft hätten, ey, beim großen Boss mit über 2000 Abziehen, das wäre so cool gewesen, aber dass sie das Zauberduo hinkriegen mal eben, ist halt auch nicht so einfach. So, es geht wieder runter. Hier nicht. Da auch nicht. Okay. Ich habe mich verlaufen. Das ist schön. Aber es ist schon cool, dass wir es überhaupt so weit geschafft haben, muss ich mal sagen. Also, bei den letzten Kämpfen, das war so knapp. Bin ich immer froh, wenn ich es trotzdem schaffe. Ach cool, er hat es sogar geschafft, der Sessel. 9 auf 10. Protes. Sehr schön. Und da kriege ich auch eine Errungenschaft für keine Ahnung was. Ich glaube, wir müssen hier nach rechts. Schups. Jetzt runter. Jetzt runter. Was ist da? Was glitzert hier so? Was ist hier? Fertigkeit Fluch erhalten. Hey. Wow, okay. Unter uns ist der Ausgang. Cool, wir haben eine Fertigkeit bekommen. Noch gefunden. Finde ich nice. Halum und Forum sind aber ganz gut gestiegen hier von ihrem... Ja, greif mal an. Von ihren, HP. Nee, LP. Sag mal HP. LP meine ich. Lebenspunkten. War hier noch irgendwo was? Ich hoffe nicht. Dann habe ich es jetzt nicht gefunden. Nicht lang. Ich weiß gar nicht, wo lang. Vollständig. 3 Portionen erhalten. Yay. Okay. Irgendwo wollten wir noch zu einer Brücke links, sollte ich mir merken. Das weiß ich noch. Diese komischen Schlangenviecher da, diese schwebenden Köpfe, die machen ja immer irgendwie Feuerangriffe und mögen Eis deswegen nicht so gerne. Während die Ghule und diese Untoten immer sehr gut auf Feuer reagieren. Das muss man halt auch erstmal unterscheiden können. Dass man sich da nicht vertut. Also kriegt man sie wenigstens einen nach dem anderen so ein bisschen hin. So, die letzten auch noch. Das heißt aber, entweder muss ich gleich noch ein Stück hier nach oben wieder laufen oder ich bin auf der richtigen Ebene. Das weiß ich gerade nicht. Aber irgendwo wollte ich zu einer Brücke links noch. Das ist noch nicht wahr. Das ist immer ein bisschen blöd. War das hier? Nee. Keine Ahnung, ey. Oder es geht da runter. Ach, ich hab doch keine Ahnung. Dann gehe ich da eben noch mal extra irgendwann hin. Und mach das einfach so für mich oder so. Was kann der jetzt eigentlich so?
egal. Wir greifen mal an. Pff. 405 ist aber schon gut. Ich glaube, der wird schon langsam stärker. Vielleicht wird er auch später voll der Super-Paladin. Wenn das jetzt noch nicht den Anschein macht. Ist er tot? Ja, super. Sehr schön. Zesselstufe ist auch schon wieder angestiegen. Dann lasse ich das mal mit dem nach links laufen und gehe jetzt hier runter. Och, Leute. Jetzt ballert mir doch nicht einen Kampf nach dem anderen rein. Man kommt überhaupt nicht voran. Das ist ein bisschen anstrengend. So, der kann auch schon gar nicht mehr zaubern. Dann können wir gleich wieder ein Zelt oder was benutzen. Ich verteidige dich einfach mal. Greift mal einfach alle an. Vielleicht kriegen wir den ja auch so platt. Jawohl. So, und jetzt würde ich ganz gern wenigstens die Treppe mal runterschaffen hier. So. Rein da. Aufgang. War hier jetzt noch da was? Na. Gar nichts mehr, also wieder verteidigen. Ist auch tot. Wenn Cecil stärker wird, dann kriegt er auch mit einem Schlag die hin. Das wäre schon ganz schön. Ich weiß nicht, ob wir auch einen Zauber haben von den beiden, die MP vielleicht regenerieren können. Das habe ich jetzt noch nicht ganz gesehen. Aber hier noch diese doofe Brücke. Vollständig. Backdoor-Aufgang vollständig. Gegengift erhalten. Okay, das heißt, ich war hier noch nicht, oder was? Und wieder ein Angriff. Die lieben Angriffe ja hier. Ohne Ende. Haben wir das jetzt hier hinkommen? Psyche, Medica, das hilft mir aber leider nicht viel. Nochmal Lähmung vielleicht? Damit du einfach mal Pech hast. Nö, das geht leider nicht. Schade. Wenigstens hat das gereicht. Alle Stufen steigen an. Yeah, yeah. Ja, man läuft zwei Schritte und hat direkt wieder einen Kampf. Das ist ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ansonsten macht das Spiel Spaß, aber das ist leider etwas. Die Erinnerungen bleiben aus. Ach so. Wahrscheinlich, weil er einfach keine MP mehr hat, der Teller. Dachte ich, probier's mal. Vielleicht braucht er das dafür nicht. Aber hätte mich auch gewundert, wenn er damit zaubern kann, ohne. Ohne diese Zauberpunkte. Bleibt nur noch ein so ein ekliges Ding. Möchtest du vielleicht wenigstens gelähmt werden? Und weg. Haben wir es dann geschafft, ja?
Toll, wir haben es geschafft. Dann können wir jetzt mal wieder irgendwie ein Zelt oder was benutzen. Vielleicht auch mal ein bisschen irgendwie shoppen gehen. Ein paar Sachen einkaufen. Phönix, Federn, Heilportionen, was man eben so braucht. Vorteil ist, durch das ganze Gekämpfe hat man natürlich auch eine Menge Geld irgendwie eingebracht. Jetzt haben wir 7.958 Gil. Vorher hatten wir irgendwie gar nichts. Wie wäre es, wenn wir in den Schokobo-Wald nochmal gehen? Hm? Leute, es ist schön da. Gibt's Schokobos. Schöne Musik. Hallo. Der Große ist nicht da. Vielleicht sehen wir den kleinen Hasen. Nee. Hm. Ist schon cool. Also ich finde es cool, dass Cecil sich jetzt verwandelt hat in den Lichtritter oder in Paladin, wie auch immer. Das Aussehen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist cool. Also es ist ja auch ein cooler Umhang und so, die Rüstung und alles ist schon schön, aber es sieht so halt so seine langen Haare auf einmal. Man hat ihn halt sonst immer unter seinem Helm nur gesehen. Konnte so ein bisschen erahnen, wie er vielleicht aussieht, aber jetzt... So, wir nehmen wieder den hier. Den finde ich gut. Der steht hier eh immer so allein. Und dann können wir hier voll losrennen. Das macht uns gar nichts. Müssen wir nicht 10 Millionen Kämpfe irgendwie schaffen. Das ist schon ganz cool. So, da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Tja. Da wohl. Und weg. Mal zur Höhle hier. Da ist nur der Weg. Vielleicht doch nochmal zurück zur Burg. Wäre wahrscheinlich besser. So, da sind wir. Sehr schön. Aber bevor ich das mache und nach dem CDAG speichere ich natürlich nochmal. Ach ja, schön. Super. Super, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 4 und dann gehen wir nach Mysidia oder ich gehe nochmal auf jeden Fall nach Mysidia. Gehe ein bisschen einkaufen, erledige das vielleicht sogar vor der Aufnahme, dass wir nicht so viel Zeit verlieren und mal gucken, wie es dann weitergeht. Schaltet wieder ein, das würde mich freuen. Bis dann.